Hallo, ich bin Lemarie Fehring, die Produktmanagerin der Raritäten. Und ich bin Markus Meusburger, Spezialitätenkaffee-Einkäufer bei Chibu. Heute präsentieren wir Ihnen die Rarität des Jahres, Panama Geisha. Und für diesen besonderen Anlass sind die Kaffeefarmer aus Panama, die Familie Hartmann, bis nach Hamburg gereist. Das Treffen mit Familie Hartmann hat mich total begeistert und ich bin so gerührt von deren Leidenschaft und Liebe, die sie für ihren Kaffee aufbringen. Kaffeesorten werden im Fachjargon auch Kaffeevarietäten genannt. Die Geisha-Varietät ist aufgrund ihres einzigartigen und eleganten Geschmacks die Königin der Kaffeebohnen. Neben der herausragenden Kaffeequalität, die Familie Hartmann anbaut, überzeugt mich insbesondere ihr Fokus auf nachhaltigen und umweltschonenden Kaffeeanbau. Wir von Chibu freuen uns sehr, dass wir im direkten Austausch mit der Familie Hartmann stehen und so die hochwertige Qualität dieses Kaffees gewährleisten können. Da Markus und ich unsere Rarität am liebsten aus dem Handfilter trinken, bereiten wir das jetzt mal zu. Ich freue mich. Wow, toller Kaffee, verdient sich den Namen Rarität des Jahres. Ich finde, sehr fruchtige Aromen kommen ganz deutlich durch, erinnert mich stark an Honigmelone und Aprikose. Und dann aber auch leicht süßliche Aromen, das Marzipanige ist leicht da. Ja, das kann ich nur bestätigen. Für mich ist es der perfekte Kaffee, um ihn mit der Familie an einem Adventssonntag zu genießen oder auch um ihn zu verschenken. Zu der Rarität des Jahres gibt es immer eine besondere Kaffeedose dazu, die ein ursprungstypisches Tier zeigt. Diesmal haben wir uns für einen süßen Otter entschieden. Die Rarität des Jahres ist wirklich etwas ganz Besonderes. Sie können sich schon sehr darauf freuen. Para Finca Hartmann es un orgullo poder estar hoy aquí con nuestro producto, un café de especialidad, el Geisha de Panamá, que producimos con amor, con pasión, con mucho amor para Chibu.